Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Es ist Januar, früh am Morgen vor einem schlimmen Aktienmarktjahr, zumindest denken das alle. Wir sind aber hier in Zürich mit einer wunderbaren Aussicht auf die Limmat, ein wunderschöner Sonnenaufgang heute Morgen, und wir haben die Aktien des CAC All-Indexes aus Frankreich berechnet. Schauen wir das mal an. Was wir hier haben, gehen wir runter zur Anlagestrategie kombiniert und schauen, was wir hier für Unternehmen haben, die wir in Europa kaufen könnten, genauer in Frankreich. Nun, von Peugeot bin ich persönlich nicht besonders überzeugt. Internet-Shopping würde mich interessieren, aber es ist ein kleines Unternehmen, macht vielleicht dort nicht so viel Sinn. Öl und Gas möchte ich definitiv nicht kaufen, da bin ich sehr unsicher. Heute vielleicht später einmal als Diversifikation. Société Générale, Banken vor einem schlechten Börsenjahr, vielleicht noch nicht, vielleicht etwas später. Pernod Ricard, das würde mich jetzt interessieren, Brennereien und Winzereien. Da kann ich mir sagen, wenn die Aktienmärkte fallen, da habe ich wenigstens die Freude, wenn ich einen absolut Wodka trinke, dass ein Teil des Gewinnes wieder bei mir zurückkommt. Als Aktionär, das ist überhaupt so, wie man sich Aktien vorstellen muss, ein Gewinnanteil, den man damit erwirbt. Man kriegt also immer etwas, wenn das Unternehmen profitiert. Aber Pernod Ricard hat ein ganz schlichtes Sicherheitsrating, das heißt, sie haben viele Schulden oder auch viel Hebel. Das kann sich natürlich auch positiv auswirken. Ich habe das geprüft bei Reuters, das ist tatsächlich so. Sie sind ein bisschen gestretched, würde ich jetzt mal sagen, Neudeutsch. Schauen wir weiter, wieder ein kleines Unternehmen, interessiert mich nicht. Und hier haben wir jetzt etwas, das gerade in schwierigen Börsenzeiten gut funktionieren sollte, nämlich Pharmazeutika. Schauen wir Sanofi einmal an, ein Unternehmen, das auch ich schon gehört habe, obwohl ich kein Spezialist bin hier in diesem Gebiet. Ihr gefällt, das ist eine Klimaschutzaktie, das ist gut. Die Werte haben sich erholt im Bereich Wachstum, das sieht man etwas kommen, das interessiert mich. Viel Sicherheit, viel Value, das sieht man auch hier, sehr gute Dividendenrendite, klar, oder ein pharmazeutisches Unternehmen kann ausschütten. Und wenn ich jetzt das Wachstum anschaue, ist es tatsächlich so, da ist lange nichts passiert. Jetzt aber hat sich der Umsatz entwickelt und das ist etwas Positives, das könnte ich sogar als Frühindikator identifizieren, denn zuerst wächst der Umsatz und dann der Gewinn. Es kann ja nicht umgekehrt sein. Die Sicherheitskennzahlen sind gut, das haben wir schon gesehen. Gehen wir also rauf zu Sanofi, schauen wir das Unternehmen an und jetzt haben wir ein Problem. Und zwar, gut, Französisch möchte ich es nicht anschauen, halten wir es Englisch. Und zwar ist es fast unmöglich, ein pharmazeutisches Unternehmen als Laie zu beurteilen. Das heißt aber nicht, dass Laie nicht auch in pharmazeutische Unternehmen investieren sollten, denn es geht ja darum, ein breit abgefächertes Portfolio zu halten, breit abgestütztes Portfolio zu halten, und da gehören auch pharmazeutische Unternehmen dazu. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mir ein Research Report von Morningstar angeschaut. Das ist etwas Neues. Morningstar Research Reports kann man kaufen für ein paar wenige Euros oder Dollars, sehr wahrscheinlich eher. Man kriegt es ja auch im Jahresabonnement für $200. Das, denke ich, ist nicht zu viel. Schauen wir uns also den Sanofi Morningstar Research Report an. Auch wenn ich das hier lese, ich habe das jetzt schon gelesen, muss es nicht nochmals diskutieren, hier versteht man nicht viel. Also wenn man schaut, oder was da passiert, dann ist das nicht etwas, das ich als Laie beurteilen kann. Interessant ist dieser Mode, das nennt sich Schutzwall auf Englisch, also Morningstar verwendet diesen Begriff, um zu illustrieren, ob das Unternehmen gut geschützt ist gegen die Konkurrenz. Sie schreiben hier, we believe Sanofi faces a stable mode trend, das heißt eigentlich gar nichts. Was mir aber sehr gut gefällt bei Morningstar, und deshalb schaue ich auch diesen Research Report gerne an, es gibt immer die Meinung der Bullen und die Meinung der Bären. Also Leute denken, die es raufgeht, sagen, Sanofi hat ein Cholesterol-Medikament in der Entwicklung, sogar im Launch, das könnte ein Blockbuster werden. Ich glaube, Cholesterol ist ein Thema der Zukunft. Ich habe gerade selber erfahren, ich muss mehr Sport machen, weniger rotes Fleisch essen. Und auch weniger Kaffee trinken, weil ich zu viel Cholesterol habe. Also ich denke, das ist etwas, da bin ich sicher nicht alleine.
Sie sind auch im Bereich seltene Krankheiten. Da weiß ich nicht, ob das so wahnsinnig viel bringt. Aber dann noch Consumer Health, Insulin, das ist sicher etwas Starkes. Und man sieht aber auch, wo das Risiko liegt. Das Risiko ist China. Das ist tatsächlich ein Risiko. Ich traue den Chinesen zurzeit nicht besonders. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Sie scheinen ein bisschen unter Panik zu sein. Ich kenne es nicht besser, aber Chinesen, wenn die sich sicher fühlen, dann machen sie keine drastischen Schritte. Und zurzeit sieht es eher anders aus. Ja, und das Patent für Insulin ist am expiren, am Auslaufen. Aber sie sagen, dass man bei Insulin ein relativ komplexer Prozess hat zur Herstellung. Deshalb ist es relativ sicher. Ich habe mich also entschlossen, Sanofi ist ein Titel, den ich im Portfolio haben möchte, gerade auch, weil es relativ krisenresistent ist. Ich hätte noch lieber den Alkoholhersteller gehabt, weil da hätte ich die Möglichkeit, mich zu trösten, wenn ich dann einen Drink nehme, falls die Aktienkurse wirklich fallen. Aber dort war einfach der Leverage zu hoch. Gehen wir also zurück in mein E-Banking und ich habe Sanofi platziert. Machen wir ein Reload, falls ich noch eingeloggt bin. Executed, ja, Sanofi ist gekauft. Ich habe 60 Einheiten gekauft zu Marktpreisen. Ich schiebe das ein bisschen hier rein, dass Sie das auch noch sehen. Und zwar heute um 9.17 Uhr. Das wäre es gewesen. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren bei Obermatt Aktien investieren. Und ich wünsche Ihnen auch ein erfolgreiches Anlagejahr 2016.